Da bin ich wieder. Ich habe sogar schon die Mixtur fertig. Dann sollten wir sie probieren. Großherzog, darf ich? Nun gut, was bleibt mir anderes übrig, Zirp? Was sie nicht umbringt, macht dich nur stark. Also mit Verlaub. Das Mensch. Oha. Nun bin ich wieder der Alte. Irgendwas scheint komisch. Quack. Quack. Ja, gut, also. Das sind so etwas hatte ich befürchtet. Welch fürchterliches Malheur! Seine Exzellenz ist jetzt ein Frosch! Das war's dann wohl mit dem Luftschiff. Welch Schmach, so werde ich nie wieder ein Mensch! Wir werden Hilda finden müssen! Und ich werde euch begleiten! Du rufst sofort in den Besprechungen im Konferenzraum ein, Quark! Oh Mann, wie konnte das nur alles passieren? Sind alle versammelt? Seine Exzellenz hat das Wort! Jetzt ist es in der Erscheinung eines Frosches? Der Versuch, mich in einen Menschen zurückzuwandeln, schlug offensichtlich fehl. Quark. Wie auch immer, es sieht so aus, als sei Kuja der Schutz zu allem, Quark. Wir müssen also unbedingt Kuja finden, Quark. Es fehlt uns jedoch immer noch ein Luftschiff. Wir benutzen das Schiff, mit dem wir nach Alexandria aus Alexandria geflohen sind, Quark. Obertal. Zebold soll unverzüglich damit beginnen, das Schiff zu inspizieren, Quark. Ich werde alles in die Wege leiten. Und was ist unser Zielort? Richtig, das ist nur... Das ist unser Problem, Quark. Ihr werdet... Zack. Ja, du sollst doch auf dem Schiff ein ganz normal sprechende Schwarzmagier, oder? Vielleicht können wir im Dorf der Schwarzmagier etwas in Erfahrung bringen. Ein guter Vorschlag. Und außerdem muss ich es mit eigenen Augen sehen. Ob sie wirklich wieder alles auf Kuja hören? Ich muss es einmal wissen. Dann ist wohl alles klar. Auf ins Dorf der Schwarzmagier. Allein schon für Blondie. Euer Mut geehrt euch, Meister Blondie. Das heißt Kaiserin Blondie von Shad. Was mit euch, Prinzessin? Gut, ja, es ist ein Argument. Teile ich hiermit auch mit. Ist sie sich sicher? Vielleicht soll sie doch lieber auskurieren. Keine Angst, Arudi wird schon auf sie aufpassen. Gut, dann sollten wir zum Dorf der Schwarzmagier aufbrechen, Quark. Wenn alle Vorbereitungen getroffen sind, treffen wir uns am Hafen im Erdgeschoss, Quark. Die Suche nach dem rechten Weg. Gurken, riesig diese Stadt hier, Mampf. Leckere Schweichgurken. Der Schalt wird hier überall gebaut, Mampf. Leckere Schweichgurken. Gurken, frische Gurken. Hast du gerade was schon lecker gesagt? Leckere Schweichgurken. Gurken, frische Gurke. Leckere Schweichgurke. Oh, ich habe mir gerührt und ob meine Schweichgurken lecker sind. Schweichgurken? Ist also was zum Essen, Mampf? Etwa noch nie etwas von Schweißgurken gehört? Noch nie, Mampf! Aber die Scheu, die Suche und der Verzehr neuer Spezialitäten, das ist meine Lebensaufgabe. Es gibt noch so viele Dinge, die ich probieren muss, Mampf. Ich muss einfach alles essen. Alles, was man essen kann, Mampf. Na, wenn das so ist, dann probier doch eine. Darf ich sie wirklich probieren? Junge, Mampf! Der macht null Geschäft, ich sag so wie es ist. Kaido wird alles aufessen. Dafür ist Kaido bekannt. Erdgeschoss. Müssen wir noch was holen? Ich glaube nicht. Schloss nimmt du ein Erdgeschoss. Erdgeschoss war richtig, oder? Bist du im Wasserdrachentor? Wo muss ich nochmal hin? Schau, ich bin so richtig. Der da sieht aus wie Dr. Eggman von Sonic. Ihr risst die Segel an ein Schiff. Ahoi! Hallo, Dr. Eggman.
Maschinenoffizier Zielbund. Der Beziehungsbefehl des Großexos kam so plötzlich, dass ich mir nicht sicher war. Ob wir das in der kurzen Zeit schaffen, aber nach der Einstellung des Baus der Heldiger 2 hatten wir eh nichts zu tun. Seine Exzellenz erwartet euch bereits an Bord des Schiffes. Bin auf dem Weg. Bin doch auf dem Weg. An Bord der blauen Narzisse? Alle Achtung! Dein Kahn ist ja bestens in Schuss. Da bist du ja, Mumpf. Keine, was für eine Überraschung, wo kommst du denn her? Ich bin schon lange herumgereist, bis ich euch wieder gefunden habe. Das ist also auch einer von deinen Reisegefährten. Eine recht bunte Truppe. Bin mir da, WBWB, Daroni. Von Madan Chari über die Berge dann durch Meer und hier gestrandet. Mampf. Klingt ja nach einer ziemlichen strapaziösen Reise. Und was machst du überhaupt hier? Naja, ich wurde gebeten. Donnie war vom Bark, da steht doch etwas dahinter. Ja, es war zwar schon der Chef, der mich gebeten hat, aber der wiederum wurde von mir darum gebeten, Quark. Während ihr an Land seid, muss ja wohl einer auf mein kleines Juwel aufpassen. Genau, das entschuldige ich euch ja noch was. Ein Freundschmampf? Das sind ja ganz neue Töne. Und der redet. Mampf, dann wollen wir mal aufbrechen, Quark. Aber übernimm dich besser nicht, schließlich bist du ja ein Frosch. Wie der wohl schmeckt, kein Grund zur Sorge, Quark. Ach ja, da fällt mir noch ein. Wollt ihr eure Gruppenmitglieder wechseln? Kommt aufs Schiff und sagt Bescheid. Gut, dann kann es ja losgehen. Wohin geht die Reise eigentlich? Zum äußeren Kontinent, genauer gesagt zum Dorf der Schwarzmagier. Ist gerätzt, wenn du mal nicht mehr weißt, wo es lang geht, dann drücke den Knopf. Okay. Och, endlich hab ich Basti wieder. Und Lubi. Und Lü. Und Kaito. Wen nehme ich denn ins Team? Das Übliche. Einfach, weil ich den coolsten finde. Steiner ist eher mehr, Lubi ist eher mehr, Lü ist eher mehr. Also nicht die Person, sondern die Charaktere. Nicht das Äußere, sondern das Innere. Nein. Ich kann mit denen noch ein bisschen anfangen. Magier und zwei Beschwörer. Ich weiß eh nicht, wer zwei Beschwörungen reinnimmt. Wie soll man ein Game mit zwei Beschwörer? Sony, haben wir ja den Magenfügen gesehen. Und der war so ultra. Steuerung der blauen Narzisse. Tat Bausein, ich wegen den Song. Lalala. Ist das schön, wir können ja nicht fahren. So, ich guck erstmal, ob ich da ein bisschen rumkomme. Egal, der war ultra geil. Also ich fand den los, ich fand, wie gesagt, nur die eine, also ich find's nur schwierig, dass, klar, Mario und Luigi haben logischerweise Eltern und so hat's angefangen und so, aber ich finde einen Film mit allgemein der Familie von Mario ein bisschen schwierig. Das sind auch so 10 gewesen, die hätten dann hier rausgehen können. Erstmal rumgucken. Das ist der Eiskontinent. Die könnte ich schon rauf, aber die werden mich safe töten. Okay. Gehen wir erstmal zum Dorf der Schwarzmagier. Zack, zack, zack. Ich muss jetzt irgendwie raufkommen. Warte, ich muss gucken. Wo muss ich denn genau lang? Ich glaube, da muss ich nicht lang. War nochmal das Dorf? Er hat ja eine Macke und er will ja die Macht und so, aber er will nur das Gefühl, Peach liebt sie so sehr und sie meint, sie könnten nie ein Monster lieben und sein Blick sah man an, dass sein Herz brach und am Ende liebte er sie dennoch. Mein Herz war so uff. Ja, der Film war richtig gut. Szene habe ich gesehen. Fand die auch voll traurig. Er war echt lustig und die Stimme waren alle gut, außer Peach hat null gepasst. Hat aber gut gelacht. Und war gut umgesetzt. Oh ja, das auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. So, einmal absteigen. Wo ist denn das Dorf nochmal? Ah, da unten. Ha! Lol. Das war ein Schokobo sogar. Ich könnte es hier speichern. Oh, warte, erstmal anlegen. Oh, anlegen. Engelsohr im Arena MP. Oh. Segen, Level Up. Oh, ich brauche das halt zuerst. Ist auch nichts. Könnte die Dalle auch nicht. Linden und Vitra. Und Tobsucht und Wicht. Synchro passt irgendwie immer nicht. Ja, ist, ja, ich weiß auch nicht. Das ist schwierig gewesen. Mein. Okay, sie haben wir. Zauberstab mit Wicht finde ich gut. Götterspeise kann man nehmen. Level Up finde ich gut. Phönix behalten wir. Level Up. Das ist aber nichts. Auch nichts. Weniger als nichts. Alter, Blondie mit Rassier. Komet, Stonehenge und Gravitas. Saroni, willst du verstört werden? Was ist das für eine Frage? Sie guckt den Stream, da fehlt nicht viel. Ich will jetzt endlich mal wieder ein bisschen trainieren. Endlich mal wieder ein bisschen kämpfen. Das ist ja langsam... Gerade ist mir zu viel Story. Bin bei Frage gerade nicht ganz sicher. Schau mal, Disney will eine Real-Verfilmung von Lilo und Stitch machen. Was haben sie meinen Lieblingen getan? Der Team hat recht. Eigentlich. So. Angriff. Testen wir mal die neuen Sachen aus. Komet mit 16. Geht nur auf einen. Schade. Habe ich den gerade aufgeladen? Hast du gerade auch gesehen? Ich will ihn nachher aussehen. Okay, der ist down. Verfehlt? Stitch, was ist das denn? Das ist nicht Stitch, ich weiß nicht mal, was das ist, außer verbrennt es, bevor es Eier legt. Oh nein. Oh nein. Diese Monster. Ich weiß auch, ist das so schlimm? Treff doch einfach. So, jetzt wird Ramu beschworen. Hast du ein Bild? Okay. Essmagie. Erledigt. Ich will noch mehr trainieren. Sieht furchtbar aus. Ich habe schon Angst vor dem One Piece Realfilm, wie der aussehen soll. Vor allem mit den Special Effekten. Die können da echt eine Menge kaputt machen. So. Stonehenge. Wieso verfehle ich die ganze Zeit? Erzähl doch nicht! Ja, Verfilmungen zu Anime sind immer furchtbar. Sieht Dragon Ball. Ja.
Ja, das Kamehameha schießt und den Kamehameha noch hinterher donnert. Das ist au. Einfach nur au. Götterspeise Autopotion? Ich will eigentlich nur trainieren gerade. Also, Real Talk. Oh, Death Note. Oh ja. Obwohl Death Note noch fast ging. Fast, habe ich gesagt. Oh, ein Quiz. Kann ich einen Jadestein haben? Achso, noch kein Quiz. Jadestein, hier, Butterkäfer. Da hast du. Komm, gib's mir. Wow, cool. Vielen Dank euch. Gruß an Yeti-Fresse. ...20 AP! What the fuck? Was ist das? Kein Stitch. Was ist das? Kein Stitch. Pokerherz oder HP 20? Erst Pokerherz. Vollmond haben wir endlich, das finde ich gut. Wilhelm Tell. Oder immer Levitas. HP plus 20. Autoputze. Was bringt Segen? Guck ich gleich. Wo die Macher von Dragon Ball Film sich irgendwann bei den Fans entschuldigt haben, weil der Film so unterirdisch war. Und es hat halt nichts mit Dragon Ball zu tun. Also nichts. Da gab es halt die Charaktere mit den Namen, das war's. Wenigstens sahen sie ein, was sie getan haben. Auf die Steigung war Livestream. Das ist auch wie hier die Realverfilmung von König der Löwen. Da haben sie auch, da hätten sie einfach nur die Augen von Simba ändern müssen. Einfach nur die Augen von Simba und das wäre schon besser gewesen. So. Hier ist nix. So. So, jetzt könnte ich langsam mal anfangen, alles zu erlernen. Bei wem wollen wir anfangen? Auto, Anti-Refleck. Immer Refleck. Wir fangen mal bei Shiva an. Nee, Ifrit. Nee, Shiva. Ich will Ifrit haben. Ich weiß auch nicht, warum alle jetzt eine Realverfilmung bekommen muss. Habt ihr gesehen, was die mit dem neuen Peter Pan gemacht haben? Zum Glück nicht, glaube ich. Dann gehen die Ideen aus. Also einfach alles real machen und die Kinder jetzt zerstören und Kinder traumatisieren. Nee, nicht gesehen. Ja, das ist doch wie mit den Remakes. Die haben gehen die Ideen aus und nehmen sie irgendwas Altes, machen es nochmal neu und manchmal besser. Sehr oft Kacke. Rubin? Fleck. MP plus 20%. Level up. Da habe ich Level up hier. Gut, das brauche ich nicht. Karfunkel wäre echt gut. Das wäre meine letzte Beschwörung, glaube ich. Immer Reflex, Shell, MP20, immer Regina. Ich glaube, ich will erst Karfunkel haben. So. Dann Adrenalin. Level up brauche ich noch. Peter Pan sieht aus wie Mowgli. Hast du ein Bild? Also, das ist das, so das Plakat dazu. Warte, wird noch besser. Das wir machen.
Digga, man kann es auch übertreiben. Was da passiert? So. Wir sollten echt nicht so viel tapfern oder schnüffeln. Irgendwie nicht, nee. Hat Blondie ein Bild in Discord geschickt. Das ist. Es tut einfach nur noch weh. So. Das wird eine anstrengende Nachtschicht. Ich krieg die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Saroni, ich muss dir mal das Bild senden, was ich gerade dazu gesehen habe. Sie hat schon gefunden. Ja, also ich weiß nicht, was da los ist. Warum die Realverfilmungen immer so verschmutzt werden. Wie gesagt, ich bin auch One Piece gespannt. Weil der Macher von One Piece auch mit bei ist. Wie Peter Pan. Dauer auch der Schaden bei mir mit dem roten Haaren. Und dann kommt das. Hi, Griffin. So, Angriff. So, kannst du jetzt bitte mal treffen? Komet. Ja, Taluchin ist halt total unnütz. Himmelswind. Wir beschweren mal Ifrit. Aber ich glaube, das reicht nicht. Der muss jetzt verfehlen. Ja, Komet hat mal getroffen. Finde ich gut. So, Vitra. Vitra war hier, ne? Ja. Tobsucht, Licht und... Ja, reicht. Ich will noch mehr. Ich will Erfahrungspunkte. Das 20 AP-Ding haben wir gut getan. Stonehenge trifft, glaube ich, nicht. Gönn dir mal das Bild, Saroni. Dachte er, das wäre Peter. LOL. Mit Stonehenge wird er schon versteinert. Komet. Nice. So soll's sein. Oh nein, warte, das war... Entschuldigung, wollte ich nicht. Warum rufst du mich, wenn es nicht... Ja, Entschuldigung, falscher Knopf gedrückt. Ich will noch ein bisschen trainieren. Ich hab schon zu viel gelesen heute. Im Hinterhalt. So. Aufladen, ich geb dir gleich aufladen. Hier ist ein Aufladen. Und bei Taluchin kann sich nicht konzentrieren. Taluchin kann sich nicht konzentrieren. Was ist denn da los? Die ist ja gerade mega unnütz. Stell mir vor, die haben noch nicht Peter Pan gesehen und denken nun, das muss so sein. Haben du gehört, so Peter Pan fliegt nachher, ist er irgendwie so Jetpilot oder sowas? Sind alle die Verschnitt. Haben alle ihn gesehen, hier, der fliegt halt einen Teppich? Das passt schon. Ich find's eh Schmutz, dass Entwickler in Studien daran arbeiten, die sich. Also, wenn du irgendwas bekommst, so, mach eine Realverfilmung von König der Löwen als Beispiel. Oder Peter Pan. Dann bist du doch erstmal damit die ersten paar Wochen damit beschäftigt, Peter Pan rauf und runter zu gucken. Das geht gar nicht anders. Nein, der ist doch der rote Teufel. Der rote Teufel, dann sieht er aus wie Hellboy. Warum durfte der zweimal angreifen? Das finde ich jetzt uncool.
Angriff! Adrenalin kickt. Level up noch 1. Adrenalin war hier. Wenn ich das habe, kann ich auch nichts machen. Habe ich schon mal geguckt, finde ich gut. Der nächste ist ja Rubin, der es machen kann.